Hey Leute, ich begrüße euch zu Monster Hunter 3, heute mit Distraktor. Hallo. So, die anderen Leute hatten alle keine Lust. Tja, haben wir auch sortiert, brauchen wir nicht. Und wir fangen mit Jäger Rang 2 Quests an. Wenn ich will, der hat schon, ne? Ja, genau. Und heute nehmen wir uns mal den Diabolus vor. Das ist, ja, kein nettes Monster. So, es ist Nacht, da brauchen wir doch heiß Getränk, ne? Ja, da brauchen wir ein heißes Getränk. Habe ich jetzt Ration? Nein, ich habe auch keinen Trank. Schön. Hast du deinen Trank schon genommen? Ich habe mir schon Eis geholt, ja. Ja gut, dann nehmen wir uns den auch noch mit. Tja, finde ich hat, der hat schon. Papa, was haben wir hier noch? Ah, die Scheiße. simple Schock, simple Die wollte ich mir gerade Blitzflamme. auch nehmen. Klaut mir Ja. alles weg. Ja, ich habe ja Fallengrube mit, dann können wir diese Kondition machen. Fallengrube, ich werfe. Oder fliegt der überhaupt hoch? Ja, er müsste hochfliegen. Rein theoretisch, ne? Ja. So, wir sind hier natürlich top ausgestattet. Ich mit einer Lucky-Rüstung. Letzter Part ihn noch verjagt. Jetzt habe ich eine ganze Rüstung von ihm. Tja, so schnell geht das, ne? Auch gar nicht lang gedauert. Ne, gar nicht. Ich habe auch ein Schwert von ihm, aber das habe ich jetzt nicht dabei, weil Eis sehr effektiv sein soll gegen, ja, ne? Alles Gerücht. Diablos. So, wir sind nur zu dritt unterwegs, was eigentlich, ja. Ja, lieber zu dritt als mit irgend so einem Typen, der nichts drauf hat, ne? Der uns nur wegstirbt hier. Brauchen wir nicht. Ist er ein 5? Ach, ein 8 meine ich. Nein, ach, das auch nicht. Wir suchen den gerade. Ach so, ja. Oh, er guckt den 10. Er warte, wo. 8, 9, 10, 11 ist er meistens, ne? Er ab und zu geht auch, glaube ich, nach 7. Und 4 ist auch ab und zu, also. In 4? Ja, und 4 kann auch sein. Ja, wenn er sonst nicht wisst, was zu tun hat, ne? Okay, 10. 10 ist er. Wenn wir ihn vertrauen können. Ja, okay, er winkt zweimal. Irgendwas muss ja da dran sein. Wahrscheinlich kämpft er gegen Renault Plus, kommt nicht klar. Oh, so, da hinten ist er. Er schreit wirklich laut. Ja. Oh ja, er verbuddelt sich. Ach, ah ja, genau. So war das ja, ne? So, ist jetzt mal meine Fallengrube. Nein! Ja, natürlich. So, einmal Müssen die wir fett auf ganzen die Dinge. Fresse kriegen. Und da kommt Markus! Ey, jetzt bleibt er genau davor stehen, wir verarschen. Komm schon, Ein mein Schritt nach Freund. vorne, komm. Oh. Ey, wenn jetzt. Ich hab schon gedacht, dass er wechselt hier. Ah, Fabian hat auch keiner drauf geworfen, ne? Ja. Ja, kann ich machen. Ah, ja, schön. Und Markus sagt erstmal Hallo. Paintball. Komm, komm! Hä? Ah, das ist. Ah! Das ist ja. Das war voll die. Das war gar keine Blitzbombe. Was ist das für eine Verarschung? Das ist, wenn er sich eingebuddelt hat, kannst du die werfen, dann springt er Ja, auch aber ich dachte, das raus. ist so eine Blitzbombe, weißt du, damit ich ihn So. runterholen kann. Die habe ich aus der Truhe rausgeholt. Wow, ich bin total ver. Ey. Ich hab sie gar nicht gesehen unterm Boden. Jetzt war das denn gerade. Egal, mal gucken, wie uns jetzt gegen ihn schlagen. Schon mal richtig scheiße. Ja, ich bin so gut wie tot. Okay, er brüllt, ich habe überlebt. Aber wir haben einen Hornkatz zerstört. Echt? Sieht so aus. Ist gebrochen. Vermutlich, als in der Falle war, haben wir alle schön draufgehauen. Ich habe gar nicht geguckt, was der Alex eigentlich an Sachen so hat. Ah, du hast bestimmt drauf geachtet, ne? Er hatte eben einen Flammenwerfer, was er momentan dabei hat, keine Ahnung. Ja, woran Also erkennt man, wo der kommt? Ich sehe das nicht. Ach, da hinten bei dir. Ja, dann ist mir das egal. So, das erinnert mich ein bisschen an Barot. Dieser Angriff, ne? Nur ein bisschen schneller und zieht vom Stoppel zu viel ab. Aber, ach. Naja. Zumindest zum Stande, was man für eine Rüstung damals hatte. Ich hoffe, du trägst hier noch so eine Yaki-Rüstung. müsste gar keine Rüstung. Ah, er trägt Lanze, ne? Hat eigentlich sehr gut gegen den, ne? Boah, guck mal, halbes Leben weg, glaube ich, oder? Also Elementangriffe besitzt er keine, er hat einfach nur enorm Angriffe. Ja. Oh, 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 oh.
Also wenn er brüllt hier, ist vorbei, ey. Ich glaube, bei seinem Gebrüll fliegen sogar die Deoxys raus, ja, ne? Die Deplex, die fliegen dann die, aus der... der Delfine. Die Sanddelfine. Wow, irgendwas zerstört hier. Und jetzt erstmal in Elan komplett rausgepackt. Das lief gut, das lief gut. Also wenn er nicht so rumhumpelt, ne? Ja. Vielleicht kann ich ihn ja vergiften. Ja, mit 200 Gift auf seiner Waffe. Ne, 200 ist es. Ja. Er spielt auch Langschwert. Ja, das Langschwert werde ich mir auch noch besorgen. Also ich habe mich momentan total auf Langschwert spezialisiert, weil, ja. Weil es einfach, wenn man eine Waffe die ganze Zeit spielt, dann ist einfach gut, ne? Dann ist man einmal drin, dann läuft das eben. Ich hatte ein paar andere Waffen so nebenbei mal ein bisschen angespielt, aber ja. Wenn es hart auf hart kommt, muss man mit denen spielen, mit denen man am besten spielen kann, ne? Boah, ey, der Alex hat mir gerade das Leben gerettet. Der wollte das Vieh wollte gerade voll die Weihnachtstag auf mich machen. Zweite Horn zerstört. Also der Alex hier, der ist wirklich ein anständiger Spieler. Da haben wir mal endlich wieder einen Juten, einen richtig Juten. Einen richtig Juten hier. So. Aua. Ja. Da flieg ich zum zweiten Mal. Ja. Oh, erstmal heilen, danke. Aber ey, Hauptsache wir haben die Hörner zerstört. Ich wusste gar nicht, dass es so easy ging. Ich hatte es irgendwie schwerer, ne? Ich vermute mal, dass der Alex auf seiner Gewehrlanze Craig-Munition oder sowas hat. Hat er eine Gewehrlanze? Hat er keine normale? Ja, ist die Gewehrlanze. Achso, ja, okay, ja. Ja, müsste neu sein. Hat er spezielle Munition zum Rechen? Ja, er hat eine Gewehrlanze. Ne, jede Gewehrlanze hat ihre eigene Munition beim Schießen. Okay, wo ist er? Oh, da hat der den Alex aber übelst eigentlich durch. Ach ey, haut der mich einfach weg. Ja, also wenn wir den Tail wegbekommen, dann wäre man gut anfangen, ne? Also was können wir eigentlich bei dir alles kaputt machen? Die Hörner, Tail und die Flügel, Hörner, den Schweif, die Flügel? Keine Ahnung. Ich glaube nicht. Ich hab's jedenfalls noch nie hingekriegt. Auf jeden Fall hat er sich gerade wieder aufgeregt hier. Aber glaube ich irgendwann wieder erwischt. Hier. Oh, das ist schön, das ist schön. Da hat man Elan draufhauen, ey. Kurz, dass mein Balken heute voll war. Ist Fähigkeit von der Lucky-Rüstung, dass der Balken schneller voll wird, ja? Und wir treffen uns jetzt mal alle gegenseitig. Ah, okay. Aber man sieht nur kurz was aufploppen. Ey, du hast ihn vergiftet, oder? Cool. Oh. Ja, müsste ich haben. Also ich sehe ein bisschen Gift über ihn. Also dieses Gift-Symbol. Habe ich vergiftet, juhu. Ja, so, per, weißt du, wie der... Oh nein. Hallo. Ja, haut ab. Ah ja, meine Boden hat gebebt. Ich hatte Angst. Okay, irgendwie, ne, bis jetzt, fand ich ihn jetzt nicht so... Fies lame. Ja, irgendwie hat Chin aus Monster Hunter Tree ein bisschen... Ja, ein Tree war der Vater... Oh Gott, ey, ein Tree war der verdammt schlimm in der Hinsicht. Also wir sind ja so zwei Oldies, ne, wie Monster Hunter Tree, ne? Ja. Eher noch schlimmer als ich, das ist unfassbar. Hätte ich nicht gedacht, dass ich so jemanden mal treffe. Er schläft, ey, können wir ihn fangen eigentlich? Ich könnte ihn fangen, aber ich glaube, der Alex macht irgendwie eine... Oder? Hat er irgendwas vor? Ich weiß es nicht. Anscheinend nicht. So, ich mache eine Falle und... Okay. Ich mache eine Falle und okay. Ich habe Bogenbomben dabei, also. Ja, ich auch, also dann fangen wir ihn. Okay, kein Problem. Dann setzt du mal eine Falle, ich versuche jetzt. Ja, ich versuche es, wenn er nicht die ganze Zeit dich anschreit. Wir könnten eigentlich auch noch versuchen, den Tilfisch down zu kriegen. Ach, down zu kriegen, ne? Abzukriegen, schnipp, schnapp, pimmel ab. Da kann ich mal bitte meine Falle setzen? Dankeschön. Ich glaub, der hält ja nicht so. Kommt ja hierzu gar nichts bei den Viechern. Oh. Ja. Ja, meine schöne Falle. Wow, das war eine Aufnahme von 10 Minuten. Also irgendwie ist der ist echt lame geworden. Ja. ich habe eben gedacht, scheiße, wir verkacken bestimmt. So eben noch so am Überlegen, scheiße, sind nur drei, kriegen wir das wirklich hin? Sollen wir es versuchen? Ah komm, das wird irgendwie schon. Und jetzt, wir wollten ja eigentlich fangen, was ist? Wir geben den noch so 2-3 Hiebe, ist er tot. Ich weiß nicht, der Alex ist dann vermutlich auch ein ganz guter Jäger, ne? Haben wir einen Jäger bekommen, weil wir werden jetzt noch ein paar Runden weiter zocken.
Wie gesagt, ich versuche jetzt eigentlich alle Quests fertig zu bekommen. Und natürlich der Distraktor dann auch. Also weil wir auf dem gleichen Stand sind. Das ist der Dennis nicht, darum ist er nicht mehr dabei, weil er einfach vorspielt. Tja, selbst schuld, Dennis. Naja, wir sehen uns im nächsten Part. Bis dahin und ciao.